Drittliga-Auftakt für den SSV Ulm zum Start ins Jahr 2024 ist Unterhaching zu Gast im Ausweichstadion in Aalen. Die Gastgeber in Schwarz und Weiß mit dem ersten offensiven Vorstoß nach etwas mehr als 2 Minuten. Leo Cienza, dessen Flanke wird gefährlich. Der Ball sicherlich eher als Hereingabe gedacht. Am Ende ist es ungewollt die erste Torannäherung des Spiels. Die spielerischen Impulse in der Anfangsphase kommen fast nur von den Ulmern. Der Boden nicht einfach zu bespielen, trotzdem sieht das hier echt schick aus. Cessa auf Lennart Stoll. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Thomas Wörle hat über die Winterpause nichts von ihrem Selbstvertrauen verloren. Warum auch? Der Aufsteiger spielt bislang eine beeindruckende Saison. Tabellenplatz 3 nach 20 Spielen verdient höchsten Respekt. Und solche Kombinationen machen einfach Spaß. Kombinationsfußballmarke Ulm. Cessa setzt dem Angriff nicht die Krone auf. Was für eine Chance für die Gastgeber. Das muss eigentlich die Führung sein. Ulm bleibt griffiger. Strompf, klar Ball gespielt gegen Hopsch, der bleibt liegen. Auch wenn es wehgetan hat, für mich war es ein normaler Zweikampf. Felix Hiegel hat ein bisschen Platz. Felix Hiegel, ein super Tor. 1-0 für Ulm, die Führung ist hochverdient. Mehr Spielanteile, mehr Chancen, mehr Dynamik. Vollert steht nicht optimal. Der Ball aber auch mit feiner Technik geschossen. 1-0 nach 19 Minuten. Danach passiert eine Weile nicht mehr viel Spannendes. Wir sind schon in der Schlussphase der ersten Hälfte. Unterhaching hat noch keine zwingende Torchance und Ulm hat eine Konterchance. Meier. Brandt. Der direkt weiter zu Rösch. Romario Rösch allein vor Vollert. Er will es zauberhaft lösen. Das geht schief. Vollert und Rösch arbeiten das Geschehen danach sehr kameradschaftlich auf. Ulm könnte hier schon höher führen, kann sich das Auslassen von Tormöglichkeiten aber erlauben, weil Unterhaching einfach viel zu wenig Angriffspower auf den Platz bringt. Kurz vor der Pause. Das ist Krattenmacher. Und das ist der erste Schuss aufs Tor der Ulmer. Mehr kommt nicht von Unterhaching im ersten Durchgang. Ulm führt zur Pause. Der Torschütze aus der 19. Minute, Felix Hiegel. Die zweite Hälfte und das Bild kennen wir, Ulm im Angriff. Leo Cienza auf Max Brandt. Der traut sich was zu. Den hat er dann doch deutlich verzogen und dennoch die Gastgeber präsentieren sich zielstrebig, mutig, auch wenn nicht jede Situation von Erfolg gekrönt ist. So wie auch dieser Pass von Meier. Etwas riskant, Unterhaching aufmerksam. Stiefler, dann Krattenmacher, Kapitän Johannes Reichert blockt den Schuss des Offensivspielers. Unterhaching übernimmt zeitweise die Kontrolle im Spiel. Meier mit dem nächsten Abschluss. Noch gibt's nichts zu jubeln für Haching-Präsident Manfred Schwab. Dann sind schon 65 Minuten rum. Die Spatzen befreien sich ein wenig vom Druck der Gäste. Dennis Cessa auf Leo Cienza. Der hat so einen feinen Fuß. Cienza Vollert, ganz stark. Der Keeper gönnt sich auch nach dieser Szene einen freundlichen Schnack mit dem Gegner. Zuvor pariert er sehenswert gegen den Schuss von Cienza. Bei den Ulmern ist mittlerweile Thomas Castanaras auf dem Platz. 21 Jahre, ausgeliehen bis zum Sommer vom VfB Stuttgart. Und das ist der Winterneuzugang. Übernimmt gleich mal die Rolle des Freistoßbeauftragten. Die letzten 10 Minuten laufen. Unterhaching spielt im zweiten Durchgang auf Augenhöhe, wird aber zu selten gefährlich und leistet sich in der Schlussphase diesen Ballverlust. Stiefler, taktisches Foul. Schiedsrichter Wienefeld gibt Vorteil. Cienza auf Castanaras. Wie Rösch in der ersten Hälfte will er es ganz fein machen. Das erste Tor im neuen Trikot muss noch warten. Die 87. Minute. Unterhaching wirft alles nach vorne, was es hat. Die Spatzen können kontern und machen das auch. Castanaras schickt Leo Cienza. Cienza wartet auf Hilfe, die kommt in Person von Castanaras. Castanaras, wieder Cienza, wieder Castanaras. Vorbei an Vollert, 2-0.
23 Minuten hat es seit seiner Einwechslung gedauert bis zum Premierentor von Thomas Castanaras im Trikot des SSV Ulm. Der Stürmer leitet seinen Treffer mit dem Pass auf Chienza selbst ein. Er geht nach, schließt dann auch nicht hektisch ab, sondern spielt es zusammen mit Chienza wunderbar aus. 4 Bundesliga-Einsätze für den VfB Stuttgart hat er auf dem Konto. In Ulm soll er Spielpraxis sammeln. Und das ist doch mal eine starke Bewerbung für mehr Einsatzzeit in den kommenden Wochen. 2-0, alles scheint entschieden, aber Unterhaching will noch mal. Ortag, etwas unsicher diese Abwehr und Schiedsrichter Jarno Wienefeld zeigt auf den Punkt. Ein Foul von Allgeier an Hopsch soll es gewesen sein. Ehrlich gesagt, aus der angebotenen Zeitlupe ist da nicht wirklich was zu erkennen. Die Entscheidung gegen das Team von Thomas Wörle aber steht. Strafstoß. Patrick Hopsch gegen Christian Ortag. Ortag hat ihn! Es passt zum Spielverlauf. Unterhaching will heute einfach nichts gelingen. Thomas Wörle gefällt das natürlich. Der Ball nach der Parade von Ortag. Klar nicht hinter der Linie. Es bleibt beim 2:0 für Ulm. Der starke Aufsteiger siegt auch zum Auftakt ins Drittligajahr 2024.